Es geht über die volle Distanz zwischen den Niederlanden und Deutschland. Fünftes Spiel, gleichbedeutend mit einem Einzel. Und da steht Ulrich Stöpel und Rick Wensing sich gegenüber. Bei den beiden Spielern gibt es einen kleinen Zahlendreher. Der Stöpel ist nämlich Baujahr 57 und der Wensing ist 75. Also fast 20 Jahre liegen zwischen den beiden Spielern. Na Thorsten, was würdest du sagen, wenn du einen Tipp abgeben müsstest? Ich würde sagen, dass die Routine sich durchsetzen wird. Also ich denke auch an den Altmeister. Er ist auch im Einzel zurzeit in einer bestechenden Form, hat das international eigentlich auch immer wieder seine Qualitäten gezeigt. Sehr gut reagiert da vorne, sieht man. Trotz seines Alters ist er da schnell genug vorne, um den Ball direkt ins Tor zu kicken. Den Abpraller, zack, wunderbar. Oh, und dann natürlich kam der Holländer nicht schnell genug an seinen Torhüter ran. Genau. Da sieht man schon, ist er mit seinen über 50 noch schneller als unser 35-jähriger Rick Wensing. Gut, er hat vielleicht auch nicht damit gerechnet, dass Stöpel hier sofort abzieht. Das ist ja auch immer, was im Tischfußball so wichtig ist, zu erahnen, was der Gegner macht. Oh, hier ein sehr schwerer Fehler. Mhm. Mal gucken. Möglichkeit. Und das macht er gut. Das 2:0. Sehr schöner Schuss durch die Mitte. Ja, wunderbar. Ast rein, ganz gerade. Keine Ballberührung, keine Figurberührung. Und wieder hat er den Ball. Und wieder gibt der Niederländer den Ball ab. Und dann wollte er es ganz schnell machen. Aber allerdings dann auch ein bisschen Glück für Wensing. Aber Stöppel mit sehr viel Druck, auch beim Rausspiel von Wensing. Er kommt da gar nicht über die Fünferreihe von Stöppel hinaus. Und Stöppel mit der Chance zum 3:0. Und das macht er. Wieder der Außenmann, dieser klassische, wunderbar anzusehende Schuss. Ja. Du siehst das Tormann da wirklich nicht gut aus, wenn du das Ding kriegst irgendwie. Und der Rick Wensing, der ist überhaupt noch nicht richtig in dieser Partie. Das ist augenscheinlich. Also es gelang ihm noch nicht richtig viel. Jetzt vielleicht mal. Und Stöpel hat natürlich auch in Holland einen Namen. Vielleicht ist es ein bisschen der Respekt vor ihm. Er versucht jetzt mit der Snake-Technik. Ja. Und ohne Erfolg. Klappt nicht. Und es wird kaum einen holländischen Tischfußballspieler geben, der Stöpel nicht kennt und weiß, was der in seinem Leben schon alles gewonnen hat. Interessant auch, dass Stöpel dann, wenn der Gegner den Ball in der Mitte hat, beide Reihen mit der linken Hand bewegt. Ja, das sieht man im Einzel natürlich häufiger, weil er somit die Möglichkeit hat, die Schüsse von der Fünferreihe besser abzuwehren. Ja. Bewegt er heute nicht nur eine Figur, sondern beide. Er stellt beide Figuren nebeneinander, der Abstand wird beibehalten und bewegt dann die Figuren in die Richtung, wo auch der Ball hinkommt. Ja, der erste Fehlpass ärgert sich Stöppel schon, man sieht, auch der Ehrgeiz ist immer noch da. Ja, wir sind ja auch hier im Finale und da möchte man natürlich auch gewinnen und man weiß, die Teamkameraden, die schauen natürlich jetzt ganz genau hin und drücken die Daumen für mich, denn ich bin hier der entscheidende Mann. Gewinne ich, gewinnt mein Team und wir gewinnen dieses Turnier. Also ich denke, da darf man sich mal ärgern. Ah, das war Pfostenschuss. Ganz fein technisch, mit ganz viel Gefühl. Hat man gesehen, hat auch wieder versucht, den, falls der Ball nicht ins Tor geht, den Abpraller zu kriegen, aber diesmal hat das nicht ganz geschafft. Jetzt Ballbesitz für Wensing. Ach, das sieht alles andere als überzeugend aus, was der Holländer hier zeigt. Ist aber auch ganz interessant, dass man natürlich jetzt mit ein bisschen mehr Schmack ist. Ich wollte gerade sagen, also kann man natürlich auch ein bisschen mehr Gefühl von hinten spielen beim Einzel. Wenn man weiß, dass der Gegner nicht sofort hinten ist, kann man im Doppel natürlich nicht immer bringen. Man weiß ganz genau, hinten steht einer. Aber natürlich geht es auch mit ein bisschen mehr Power, wie wir es gerade gesehen haben, das 4:1 für Stöppel. Und das sieht richtig gut aus deutscher Sicht. Allerdings, wir wissen, im Tischfußball, Thomas, kann alles passieren. Kann alles gehen und vor allem, es kann sehr schnell gehen. Du bist einen Moment, eine Minute unaufmerksam und plötzlich steht es 5:4 gegen dich bei einer 4:1-Führung. Man sieht schon, jetzt mit ein bisschen Glück bringt er den zweiten. Jetzt legt er vielleicht mal einen nicht durch, der Uli. Und fängt vielleicht einen direkten Block von der 5, dann steht es plötzlich 4:3 und dann fängst du auch schon wieder an zu zittern und zu überlegen und alles, was vorher so einfach funktioniert hat, funktioniert plötzlich nicht mehr so einfach. Ah, hier setzt er gut nach, der erste Block vom Holländer gut, aber stöppelt gleich mit der zweiten Ballberührung den Ball nach vorne. Ah, jetzt klappt aber nicht mehr so viel, beziehungsweise es klappt nicht alles, weil es hat ja wirklich alles geklappt in der Anfangsphase dieser Partie, aber dann traf er mich lügen. Und das ist natürlich auch was diesen Schuss sehr wertvoll macht, den Stöppeler macht, diesen Außenmannschuss, den sehen wir jetzt nicht, weil, doch, jetzt sehen wir jetzt nochmal. Mhm. Vorher hat er den gleichen Schuss
Und der ist aber vom Tempo her so, dass wenn du mit dem Abwehrspieler dort stehst, du den Ball wieder erhältst. Also hast du sehr häufig da eine zweite Chance, den Torschuss auszuüben. Das heißt, du schießt quasi den Abwehrspieler an. Genau, falls er nicht weggeht. Und falls er nicht weggeht, ist er drin. Genau. Natürlich ist es nicht immer so, dass du den Ball kriegst, aber sehr häufig. Das weiß der Stöpp natürlich auch. Das macht einen Fehler. Eigentlich auch nicht so seine typische Art, dass er so mit einer Hand von hinten rausspielt. Und jetzt die Möglichkeit für Wensing, lässt sich da viel Zeit mit dem Snake. Hat ja schon mal gut geklappt und klappt wieder ganz gut. Verkürzt auf 5:3, weil der Fehler von Stöpp gleich bestraft. Der Schiedsrichter moniert jetzt irgendwas. Was moniert er denn? Also im Schuss nichts. Vielleicht, dass die Zeit, dass der Holländer noch nicht so weit war und Stöppel schon weiterspielen wollte. Und ja, das ist der Matchball. Der erste Matchball zum Turniersieg hier in Medebach. Die deutsche Mannschaft könnte den Pokal in die Höhe stemmen bei dem Leonard World Championship, falls er noch einmal treffen sollte. Ulrich Stöppel. Und sich damit natürlich wieder ins Gespräch für die WM bringen und vielleicht doch mal den ersten Herren-Weltmeistertitel zu holen. Und du hast es angesprochen, WM, wir haben das ja schon mal gesagt. Und zwar am 4. bis zum 6. Januar die Weltmeisterschaft in Nantes. Die gibt es live bei Eurosport 2. Liebe Zuschauer, liebe Fans des Tischfußballs, das sollten Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. So, 6:4. Und immer noch die Matchbälle für den Routinier, für den deutschen Ulrich Stöppel. Gerade eben haben wir gesehen, wie der Ball wieder rauskam, aber der Schiedsrichter hat sofort gesehen, dass es tatsächlich Tor war und hat das Tor dann auch gegeben, zum 4:6. Und jetzt Deutschland mit Matchball. Und da ist es. Und da ist es. Deutschland gewinnt in Medebach bei der Leonard World Championship Series gegen die Niederlande. Mit 3:2. Also alle Spiele gespielt, die man spielen kann. Thomas, ja, ich denke, den Jubel haben Sie sich verdient hier. Ich bedanke mich, Thomas. Wir verabschieden uns. Das war für mich das letzte Mal in diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuschauer, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Thomas, für dich auch? Nein, ich komme nächste Woche nochmal wieder. Ah, okay. Also, dann machen Sie es gut. Schönen Abend. Machen Sie es gut, was immer Sie machen. Machen Sie es richtig.